Hallo liebe Freunde, wir präsentieren Ihnen drei iTunes-News Video. Heute im Programm das leistungsstärkste Gaming-Tablet, Geburtstag von Windows, Spielkonsole aus der Vergangenheit, ein Spiel über den russisch-ukrainischen Krieg und auch ein humanoider Roboter. Das leistungsstärkste Gaming-Tablet. Asus präsentierte Asus ROG Flow 13. Was ist das? Das neue ROG Flow Z 13 von Asus ist ein Gaming-Tablet mit einem neuen Intel Core i9 Prozessor aus der alten Lake-Familie und einer NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Grafikkarte. Außerdem gibt es einen 120 Hz Bildschirm und zwei verschiedene Möglichkeiten zum Einbau einer externen Grafikkarte. Es gibt verschiedene Konfigurationen des Flow Z 13 mit Core i7 und Core i5 Prozessoren mit einer RTX 3050 Grafikkarte anstelle einer RTX 3050 Ti oder ganz ohne diskrete Grafikkarte. Asus behauptet, dass das ROG Flow Z 13 das leistungsstärkste Gaming-Tablet auf dem Markt ist und ein kurzer Blick auf die Spezifikationen reicht aus, um davon zu überzeugen, dass das stimmt. Das Gehäuse des Geräts besteht aus einer Aluminiumlegierung und verfügt über eine Reihe von auffälligen Dekorelementen. Das Gerät hat eine oleophobe Beschichtung, eine metallische Oberfläche und das Display kann tatsächlich als spurlos bezeichnet werden. Das Tablet ist mit einem klappbaren Ständer ausgestattet. Er ermöglicht es Ihnen, die Position des Geräts zu ändern und der maximale Neigungswinkel beträgt 170 Grad. Die Scharniere im Design sind ziemlich fest. Das Tablet wird sich während des Spiels sicher nicht stützen. Das Gerät erhielt zwei Kameras. Die Frontkamera ist eine Standard-Webcam, die eine Auslösung von 720 unterstützt. Und die zweite hintere Kamera hat eine Auflösung von 8 Megapixeln. Das ROG Flow Z 13 ist einzigartig. Es hat praktisch keine Konkurrenz in der Welt der Tablets. Der Preis für dieses Modell liegt bei rund 2100 Euro. Microsoft Windows 3.1 ist 30 Jahre alt. Das Betriebssystem Windows 3.1 feiert diesen Monat sein dreijähriges Jubiläum. Sie wurde am 6. April 1992 ausgeführt. Für die Ausführung von Windows 3.1 war ein Computer mit 1 MB RAM erforderlich. Ein System mit Intel 80286 Prozessoren, die in Mindestanforderungen des Betriebssystems angegeben sind, funktionierte es schlecht, sodass ein Intel 80386 Chip für einen effizienten Betrieb erforderlich war. Obwohl Windows 3.1 selbst auf Disketten ausgeliefert wurde, war es alternativ auch auf CD für die damals sehr teuren Diskettenlaufwerke erhältlich. Aus diesem Grund gilt es als das erste Windows-Betriebssystem, das auf einer CD erhältlich war. Windows 3.1 war ein Erfolg für Microsoft. Allein in den ersten Monaten verkaufte das Unternehmen 3 Millionen Exemplare des Programms. Es war das erste Windows-Betriebssystem, das die Register anführte, eine zentrale Datenbank, in der Informationen über eine Computerkomponenten und Anwendungen gespeichert werden. Mit Windows 3.1 wurde auch die Möglichkeit eingeführt, Verknüpfungen zu migrieren. So kann beispielsweise eine Textdatei an die Verfügung drucken übergeben werden, die den Druck eines Dokuments auf einen an den PC angeschlossenen Drucker auslöst. Es hat sich seither erheblich weiterentwickelt und ist noch immer ein fester Bestandteil jeder neuen Version des Microsoft-Betriebssystems. Die seltsame Spielkonsole von Playdate. Um in der Welt der Spielkonsolen etwas Neues und Bemerkenswertes zu schaffen, muss man entweder viel Geld ausgeben oder etwas ganz und gar Verrücktes und Ungewöhnliches tun. Das Unternehmen hat beschlossen, eine eigene Spielkonsole zu entwickeln, die sich von allen anderen unterscheidet. Um zu spielen, muss man buchstäblich an einem kleinen Knopf an der Seite des Geräts drehen. Die neue Konsole sieht aus wie ein kleines gelbes, quadratisches Gerät, das leicht in die Handfläche passt. Der Design ist von Einfachheit und krassen Minimalismus geprägt, aber Playdate sieht ziemlich cool aus. Der Playdate hat ein ähnliches Layout wie der erste Game Boy, aber mit einem viel kleineren Bildschirm, einem Kreuzrad darunter und zwei Aktion-Tasten. Auf der rechten Seite der Vorderseite befinden sich ein Lautsprecher und eine Menü-Taste, während sich am Oberrand eine Einschlaftaste befindet. Aber auf der rechten Seite befinden sich vielleicht der ungewöhnliche Teil der Konsole. Ja, es ist wirklich ein Drehknopf. Ja, man muss es drehen. Es handelt sich um einen analogen Controller, mit dem man ungewöhnliche Mechanismen
Mechanismen im Spiel einbauen kann. Wie zum Beispiel das Zurückspulen der Zeit, das bereits auf der offiziellen Website vorgestellt wurde. Der Bildschirm ist schwarz-weiß, sogar eine graue Tonne, eine 1-Bit-Farbpalette. Keine Berührung oder Hintergrundbeleuchtung, aber sehr gutes Reflexionsvermögen. Die Leistung von Playdate ist mäßig gut. Hat einen monochromen Bildschirm mit einer Auflösung von 442 Pixel, einen 118 HZ Cortex M7 Prozessor, 4 GB internen Speicher und 16 GB RAM. Laut einem eigenständig auf der offiziellen Website des Projekts ist Playdate nur zum Spaß gedacht. Ich weiß nicht, ob es Spaß macht, aber es wird sicher überraschen. Ukraine Ferme ist ein neues Spiel über den russisch-ukrainischen Krieg. Ein Team von Spieleentwicklern aus der Ukraine hat ein weiteres Spiel entwickelt, das auf dem russisch-ukrainischen Krieg basiert. Diesmal muss sich der Spieler dem Traktor-Bataillon anschließen, das für die Beschlagnahmung zahlreicher russischer Trophäen berühmt geworden ist. Im Spiel Ukraine Ferme kann sich der Benutzer als einer der fürchterlichsten Kämpfer aus dem ukrainischen Dachfeld versuchen, einen ukrainischen Traktorfahrer. Dabei müssen sie eine Zeitprüfung bestehen und dem hochpräzisen Artilleriefeuer der Besatzungsarme standhalten. Gleichzeitig ist es notwendig, so viele russische Panzer, Lastwagen und Schützenpanzer wie möglich zu erobern. Es wird darauf hingewiesen, dass sich das Spiel derzeit in der Entwicklung befindet und dass in Zukunft weitere Traktoren und neue Karten hinzugefügt werden sollen. Das Spiel ist für die Plattformen Windows, Linux und macOS erhältlich. Der humanoide Roboter. Japan hat einen humanoiden Roboter für die Arbeit bei der Eisenbahn entwickelt. Der R-West hat eine ungewöhnliche Eisenbahnrüstung vorgestellt. Einen Bahnsteig mit einem integrierten humanoiden Roboter. Das Unternehmen erhofft sich durch das Angebot einer vielseitigen Lösung für den Bahnbetrieb eine Verbesserung der Produktivität und Sicherheit. Insbesondere ist der Roboter in der Lage, alle Arten von Aufgaben bei der Arbeit mit in großer Höhe installierten Geräten auszuführen und Arbeiten zu mechanisieren, die zuvor die direkte Beteiligung von Menschen auf der Baustelle erforderte. Die Neuheit ermöglicht multifunktionale interaktive Aktivitäten durch die Synchronisation des Roboters mit dem Bediener, der ihn steuert, wobei letzter eine Rückmeldung erhält, zum Beispiel über das Gewicht der Objekte, mit denen er integrieren muss. Die Entwickler sagen, dass es relativ einfach sein wird, dem Roboter etwas beizubringen. Es wird erwartet, dass die Produktivitätssteigerung durch den Einsatz einer roboterähnlichen Maschine den Einsatz von Arbeitskräften 30% reduziert. Es wird erwartet, dass die Produktivitätssteigerung durch den Einsatz einer roboterähnlichen Maschine den Einsatz von Arbeitskräften um 30% reduziert und Entfälle anschließend Stromschlägen vermieden werden. Die Erprobung des Prototyps beginnt noch in diesem Monat, der Verkauf und die praktische Nutzung sollen im Sommer 2024 beginnen. Das war's. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Auf Wiedersehen. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Während Sie sich das Video auf diesem Kanal ansehen, sterben ukrainische Zivilisten durch Bombenangriffe der Russischen Föderation. Das wahnsinnige Putin-Regime hat einen friedlichen Staat im Herzen Europas angegriffen. Unterstützen Sie die ukrainische Armee. Spenden Sie die Kosten für den Fonds Komm lebendig zurück. Folgen Sie dem QR-Code oder dem Link in der Beschreibung des Videos und überweisen Sie einen beliebigen Geldbetrag,
der den ukrainischen Widerstand definitiv stärkt und hilft, der kriminellen russischen Aggression zu widerstehen.